Hi und herzlich willkommen zurück bei Mili Kaninchen. Heute habe ich einen neuen Autorentag für euch. Bei dem geht es um das Thema Red Flags bei Kleinverlagen. Ich hatte ja schon ein Video zu dem Thema gemacht, Verlagsbewerbung, die perfekte Verlagsbewerbung, und da habe ich ja viel über Recherche gesprochen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, worauf man eben bei Kleinverlagen achten soll. Jetzt nicht nur beim Genre, dass es auch wirklich zu einem passt, sondern auch, ja, ist das ein guter Kleinverlag oder wird man da möglicherweise ja nicht so gut behandelt oder über den Tisch gezogen oder whatever? Denn wir wissen ja, es gibt viele schwarze Schafe und man muss immer vorsichtig sein. Ich möchte natürlich hier auch nichts pauschalisieren. Also falls hier irgendwas auf irgendeinen Verlag zutrifft, den ihr gern mögt oder so, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Das sind einfach nur so ein paar Faustregeln. Also an erster Stelle finde ich es super wichtig, dass der Verlag eine vernünftige Website hat. Wenn ihr auf die Website von dem Verlag geht und die schon irgendwie komisch aussieht, also Webdesign ist jetzt heutzutage wirklich nicht mehr so schwierig irgendwie hinzukriegen. Man kauft sich einfach ein Template oder so und dann kann man da schon was Schönes zaubern. Aber wenn man da eine Seite hat, die aussieht wie aus den 2000ern, total komische Schriftarten, unleserlich und einfach total billig aussieht, da würden bei mir schon alle Alarmglocken schrillen und ich würde auch sofort wegklicken. Also ein guter Kleinverlag, der hat eine vernünftige und professionelle Website. Auch wenn ihr da einen Blick aufs Impressum wirft, also dass da ja, vernünftige Angaben sind, also vernünftige Geschäftsangaben mit Steuernummer, eventuell Umsatzsteuer-ID, dem Inhaber, also dass das alles vernünftig gekennzeichnet ist, damit ihr auch wisst, okay, der Verlag ist ein eingetragenes Unternehmen und ja, da meinen die Leute es wirklich ernst und es ist nicht einfach irgendwie sowas Komisches. Ich finde es auch wichtig, dass man leicht Informationen über den Verlag herausfinden kann. Also wenn da irgendwie alles so total verdeckt ist, wer steckt eigentlich hinter dem Verlag, wer ist das Team? Wenn das alles irgendwie so intransparent ist, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Und wichtig ist auch, dass ihr euch die Cover anguckt. Also klar, wenn das ein ganz neuer Verlag ist, dann gibt es wahrscheinlich noch keine Cover, weil es noch keine Veröffentlichung gibt, aber wenn das schon ein Verlag ist, der länger besteht und ihr schaut euch die Cover an, also ich meine, okay, Cover sind immer Geschmackssache, aber es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen einem professionellen Buchcover und einem Cover, das so aussieht, als hätte man sich das irgendwie selber bei GIMP zusammengeschustert. Kommt natürlich dann auch auf eure eigenen Ansprüche an, aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, diese Cover sehen nicht professionell aus, dann würde ich mich da auch überhaupt nicht bewerben, weil ihr müsst dann natürlich auch im Hintergrund behalten, ihr bekommt auch so ein Cover und wenn der Verlag nicht in vernünftige Cover investiert, dann kann da auch nicht viel bei rumkommen. Also das Cover ist so das A und O bei einem Buch. Und wenn ihr beim Cover spart, dann habt ihr eigentlich schon verloren. So, also Cover und Lektorat, das ist halt das Herz eines Buches. Und wenn das nicht stimmt, dann sind die Erfolgschancen leider auch nicht sonderlich hoch. Das muss man leider so sagen. Also ja, schaut da auf jeden Fall drauf, dass die Cover stimmen, dass die euch gefallen. Schaut auf die Angaben. Also ich bin immer super neugierig, was die Hintergründe bei einem Verlag sind, bevor ich mich da bewerbe und man sollte da auch wirklich vorsichtig sein. Dann an nächster Stelle, nee, no, tatsächlich noch nicht mal. Schaut unbedingt auf der Webseite bei den Manuskriptanforderungen, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Bei diesen Manuskriptanforderungen steht in der Regel auch, ob es irgendwelche Konditionen gibt, wenn ihr da euer Buch verlegt. Also meistens, also bei den Kleinverlagen, die keine Druckkostenzuschussverlage sind, steht dann immer, eine Veröffentlichung bei uns ist hundertprozentig kostenfrei, ihr bekommt ein professionelles Lektoratcover etc. Das schreiben alle seriösen Verlage eigentlich auf ihre Seite drauf, denn es gibt die sogenannten Druckkostenzuschussverlage. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt, aber das sind Verlage, die bieten sich als vermeintlich seriöse Kleinverlage an, aber wollen Geld dafür, dass ihr bei denen veröffentlicht. Und wir reden da auch nicht von ein paar Hunderten Euro, sondern wir reden da von ein paar Tausenden von Euro. Ich hatte mich tatsächlich einmal bei so einem Verlag beworben, als ich noch Also ich möchte jetzt nicht jung sagen, weil ich war 2021, aber als ich noch am Anfang meiner Autorenkarriere stand,
Und die haben mir sofort ein Angebot geschickt, nachdem ich mich da beworben hatte, von 8.000 Euro. Also ich möchte bitte die 8.000 Euro beweisen und dann veröffentlichen die mein Buch. Ja, veröffentlichen die mein Buch. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ein Verlag, ein kleiner Verlag, Imprint oder Großverlag wird niemals Geld von euch verlangen, dass ihr euer Buch veröffentlichen. Nein, das wird nicht passieren. Wenn jemand Geld von euch will, dann solltet ihr diese Person sehr schnell in den Wind schießen, weil das ist dann kein seriöser Verlag. Und ja, übrigens, ich habe einfach nicht auf den Brief geantwortet und den zerrissen. Also man ist ja dann erst in der Scheiße, wenn man dann was unterschreibt bei diesen Druckkostenzuschussverlagen. Aber ja, spart euch das auf jeden Fall. Also schaut da genau, ob es da irgendwelche Konditionen gibt. Und dann an nächster Stelle Social Media, ganz, ganz wichtig. Also seien wir mal ehrlich, auf Facebook ist heutzutage keiner mehr unterwegs. Die meisten Kleinverlage posten trotzdem noch auf Facebook, aber das bringt halt kaum was. Ich habe Facebook tatsächlich auch nur noch für Gruppen, also so für Gruppenkommunikation bei Verlagen und so. Aber eigentlich, ja, Facebook ist tot. Ganz wichtig ist Instagram, wobei Instagram ja mittlerweile mit den Algorithmen auch reinkickt, aber da ist auch ein professioneller Auftritt ganz komisch. Nicht ganz komisch, sondern ganz wichtig. Denn es gibt Verlage, die einen ganz komischen also Auftritt haben. Also ich würde tatsächlich sogar so weit gehen zu sagen, Instagram ist halt die Visitenkarte von einem kleinen Verlag. Und wenn man sich da komisch gibt, dann ist man meistens auch komisch. Es kommt jetzt tatsächlich noch nicht mal so krass auf die Followerzahl an, aber einfach, wie die Beiträge gestaltet sind. Also gibt es, also nicht einheitlicher Feed, aber gibt es einheitliche Templates oder werden einfach wahllos irgendwelche schlechten Fotos geschossen und hochgeladen? Am besten dann noch irgendwie mit Schmutz auf dem Tisch oder Haaren im Hintergrund oder Staub oder Spielzeugen im Hintergrund, so, weil meisten kleinen Verlage finden ja zu Hause statt. Also, dass die Fotos professionell aussehen, egal ob jetzt so als Beitragsbild mit Text oder eben als Foto. Auch auf die Bildunterschriften achten, was da geschrieben wird und wie das geschrieben wird, weil wenn da Texte voller Rechtschreibfehler geschrieben werden, also ich meine, ich achte auch auf Instagram nicht hundertprozentig auf meine grammatikalische Korrektheit und ich spreche da auch manchmal gern flapsig so, aber also ihr versteht, was ich meine, dass da nicht das so hingeklatscht ist. Und wie mit der Community agiert wird oder auch irgendwie, ob man auch die Person dahinter kennenlernt und sowas. Und ja, wie der Verlag sich gibt, aber auch wie der die Bücher bewirbt und also wie der Marketing halt generell einfach betreibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr da irgendwie das Gefühl habt, dass es nicht professionell ist, dann ja, Finger weg davon. Was ich auch persönlich nicht mag, also was für mich persönlich so eine kleine Red Flag ist, wenn ein Verlag sehr viele Veröffentlichungen im Monat hat. Also wenn der irgendwie so einen festen Plan hat von jede Woche ein Buch, weil das Problem ist, dass dann, wenn ich mir dann die Feeds von solchen Verlagen angucke, kriegt ein Buch in der Regel irgendwie drei Posts, Cover Reveal, dann nochmal irgendeine Vorstellung und dann Release Post und dann war es das. Und wenn man ein Buch nach dem anderen rausballert, aber kein langfristiges Marketing für seine Bücher betreibt, sondern nur kurzfristiges Marketing, dann kann das nichts werden. Dann lässt das darauf schließen, dass der Verlag viel Startkapital hat, dass der jetzt rausballert und die denken, ja, wir müssen jetzt Bücher, Bücher, Bücher rausbringen, damit wir Einnahmen haben. Das Problem ist aber, wenn man viele Bücher auf den Markt haut, die aber nicht bewirbt, dann verkaufen die sich auch nicht. Also kann man sich das dann auch sparen, viele Bücher auf den Markt zu bringen. Das ist aber, es kommt halt ganz auf den Verlag an, deswegen möchte ich das nicht pauschalisieren. Es gibt auch Verlage, zum Beispiel, ich bin ja bei Cherry Publishing und die haben auch viele Veröffentlichungen im Monat, ja. Und die haben auch kurzfristiges Marketing, aber die haben auch immer wieder Posts, in denen sie halt alte Bücher bewerben. Also es ist nicht so, ein Buch ist raus und danach wird nie wieder Werbung dafür gemacht. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für finanzielle Mittel hinter dem Verlag stecken. Also bei den meisten kleinen Verlagen, also ich kenne nur zwei Verlage,
Kleinverlage, bei denen man einen Vorschuss bekommt. Also bei den meisten Kleinverlagen gibt es keinen Vorschuss, wie man es von großen Verlagen gewohnt ist oder auch von Imprints. Und ja, weil einfach nicht das Geld dafür da ist. Und das heißt, es werden halt, also wenn dann bei so einem Verlag wohl nicht so viel Geld da ist und die Bücher werden halt rausgehauen, dann ist die Gefahr da, dass sich ein Verlag finanziell sehr schnell übernimmt, weil so Veröffentlichungen sind ja auch teuer. Und ich habe es schon bei anderen kleinen Verlagen gesehen, dass diese kleinen Verlage dann halt pleite gegangen sind. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Hawkify Books, der ja aufgekauft wurde. Also den gibt es noch, aber der ist halt pleite gegangen und wurde dann ja an jemand anderen verkauft. Und die haben halt zum Beispiel so eine Strategie gefahren. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele. Und deswegen vorsichtig sein. Bei meinem Verlag Cherry Publishing stört mich das jetzt nicht so, weil ich weiß, was hinter dem Verlag steckt und ich kriege da auch zum Beispiel einen Vorschuss. Das ist der erste kleine Verlag, bei dem ich einen Vorschuss bekomme. Das heißt, da steckt halt so ein ganz anderes Marketing und so dahinter. Aber das muss man sich dann halt alles im Detail anschauen, von kleinen Verlag zu kleinen Verlag. Ich sage nur, seid vorsichtig, wenn ein Verlag sehr viele Veröffentlichungen hat. Und das stört mich tatsächlich auch so ein bisschen an den Imprints. Also jetzt zum Beispiel Carlsen Impress oder Piper. Da kriegt man in der Regel irgendwie ein, zwei Posts und dann wird nie wieder Werbung für das Buch gemacht. Und natürlich haben diese Verlage schon so eine gewisse Fanbase und das wird dann anders, also es wird eh verkauft und dann haben die vielleicht auch noch irgendwie so ein Newsletter oder so. Aber das, also ich möchte nicht, dass mein Buch einmal erwähnt wird auf der Instagram-Seite und dann nie wieder. Und ich muss alles alleine machen. Also da habe ich halt keinen Bock drauf und ich würde euch da auch empfehlen, da vorsichtig zu sein. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Also ich habe gesagt, Website ganz wichtig, Instagram ganz wichtig, schauen, dass es vielleicht nicht zu viele Veröffentlichungen gibt. Ich finde es auch immer ganz gut, Autorenkollegen zu fragen, so hey, wie zufrieden bist du bei dem und dem Verlag? Das habe ich bisher eigentlich auch immer gemacht, dass bevor ich mich bei irgendeinem Verlag beworben habe, gefragt habe oder bevor ich irgendwas unterschrieben habe, gefragt habe bei Kollegen, ob ich die kannte oder nicht, egal, ich habe den einfach über Instagram angeschrieben, hey, wie zufrieden bist du bei dem Verlag? Weil da bekommt man Insider-Infos, die man in der Regel nicht bekommt. Wie zum Beispiel, ja, also mit die Lektorin, die ist ganz furchtbar, mit der möchte ich nie wieder zusammenarbeiten oder die bezahlen die Abrechnung nicht so pünktlich, das kann man halt vorher alles nicht wissen. Also das steht ja nicht auf den Webseiten, hey, wir bezahlen eure Abrechnung nicht pünktlich. Und deswegen geht er auch auf jeden Fall in Kommunikation mit anderen Autoren. Und ja, das war es eigentlich an Red Flags für Kleinverlage. Also achtet wirklich darauf, dass die Website vernünftig ist, dass der Instagram-Auftrag vernünftig ist. Auch eine ganz wichtige Red Flag, achtet darauf, dass, also wie der Verlag veröffentlicht. Also die meisten kleinen Verlage veröffentlichen, nicht veröffentlichen, drucken ihre Bücher in einer Druckerei auf Auflage. Das hat was mit Kostengründen zu tun. Also, das ist, also ein Buch ist dann einfach günstiger und ja, man kümmert sich dann selber um den Vertrieb, damit man nicht angewiesen ist auf den Distributor. Es gibt auch Kleinverlage, die Print-on-Demand bei Amazon machen. Das hat zum Beispiel der Dodera Verlag gemacht, bevor der zugemacht hat. Das ist auch noch okay, wenn man über Amazon veröffentlicht, weil Amazon hat einfach gute Konditionen für, also was Tantiemen und Druckkosten und so betrifft. Aber ich habe auch schon Verlage gesehen, die über BOD veröffentlicht haben. Also BOD macht ja auch Print on Demand. Und die haben dann einen Vertrag mit BOD geschlossen. Und BOD hat so beschissene Konditionen für Bücher veröffentlichen, also No Front. Ich werde vielleicht auch noch mal ein Video dazu machen über die einzelnen Distributoren, also über die Veröffentlichungsdistributoren. Aber du kriegst so wenig Tantiemen bei BOD und die Druckkosten sind so hoch und dann musst du dir das noch mit einem Verlag teilen und vor allem bei BOD sind auch die Wartezeiten so lang. Also da hat Amazon so, so, so viele Vorteile. Deswegen unterschreibt niemals einen Vertrag bei einem Verlag, der mit BOD zusammenarbeitet. Also der Verlag sollte eigentlich im Idealfall auf Auflage drucken und den Vertrieb selber in die Hand nehmen, weil dafür ist ein Verlag ja da. Wenn der ja Print on Demand bei irgendjemandem macht und den Vertrieb von jemand anderem machen lässt, dann könnt ihr auch im Endeffekt ins Self-Publishing gehen, weil es kommt aufs selbe hinaus. Deswegen achtet da auch auf jeden Fall drauf. Ausnahmen sind natürlich auch nochmal so, also zum Beispiel Cherry hat
Amazon Only viel gemacht, aber die waren auch wirklich dann darauf spezialisiert. Das ist dann nochmal was anderes, wenn man da besondere Kontakte hat. Aber die bringen ihre Bücher jetzt auch ins VLB, sodass die halt überall in den Buchhandlungen verfügbar sind und bla. Also ja, es ist halt einfach besser. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Und natürlich Red Flag auch, wenn Tantiemen zu niedrig sind. Also ich sage immer, unterschreibt nichts unter 10% Taschenbuch-Tantiemen. Also 10% finde ich ist persönlich das Minimum. 10% kriegt ihr auch ungefähr bei einem Publikumsverlag. Beziehungsweise, ich habe da auch schon von günstigeren Preisen gehört, weil Taschenbücher halt einfach so teuer sind. Aber unterschreibt nichts unter 10% bei einem kleinen Verlag, meine persönliche Meinung. Und nichts unter 20% E-Book-Tantiemen. Also wenn ein Verlag euch da weniger bietet oder wenn euch ein Verlag dieselben Tantiemen-Prozentsatz für E-Book und Taschenbuch anbietet, raus, raus, rein, schreiend weg. Ja, das war jetzt, glaube ich, alles. Ja, Tantiemen, Distributor, Website, Instagram. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles. Das Video geht auch schon 16 Minuten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare verraten, in den Kommentaren verraten, was eure persönlichen Red Flags bei kleinen Verlagen sind, ob ihr meinen zustimmt, ob ihr das genauso seht, ob ihr manches anders seht. Ich freue mich wie immer über eure Meinung und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüssi.